Hallo, ich bin's Ellen. Ich möchte dir heute kurz zeigen, wie du dir eine eigene WordPress-Seite einrichtest. Und zwar eine selbstgehostete Webseite und nicht bei WordPress.com. Als allererstes musst du dir überlegen, was für einen Domainnamen du möchtest. Du musst dir also überlegen, wie die URL deiner Webseite heißt. Dazu musst du schauen, ob deine Wunschdomain noch zur Verfügung ist, weil natürlich viele Namen schon vergeben sind. Und du kannst es auf verschiedenen Webseiten testen, ob dein Name noch zur Verfügung ist. Eventuell kannst du auch alternativ auf eine andere Endung ausweichen, also zum Beispiel anstatt .de, .com wählen oder .org, je nachdem, was für eine Art von Webseite du machst. Ein paar Tipps zur Auswahl von einem Domainnamen sind, dass der Name nicht allzu lang ist, dass man ihn schnell eintippen kann in Google und eventuell auch, dass er leicht zu buchstabieren ist und nicht zu viele Bindestriche enthält. Das ist einfach, wenn du jemanden den Namen sagst, dass der gleich weiß, wie man ihn schreibt und da keine Missverständnisse entstehen können. Als zweites brauchst du neben deinem Domainnamen noch ein Hosting-Paket. Und zwar gibt es da mehrere Anbieter oder jede Menge Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und du musst darauf achten oder solltest darauf achten, dass der Anbieter, den du willst, schon möglichst für WordPress vorbereitete Pakete anbietet und auch eine sogenannte One-Click-Installation. Also das heißt, dass WordPress schon vorbereitet ist und du dann in deinem Admin-Bereich von dem Hoster nur noch mit einem Klick durch die Installation von WordPress direkt geleitet wirst. Im Gegensatz dazu müsstest du dir WordPress selber bei wordpress.org runterladen und dann auf deinem Webspace installieren. Das ist, vor allem wenn man es zum allerersten Mal macht, ein bisschen aufwendiger und man kann das vermeiden, indem man ein Hosting-Paket wählt oder einen Hosting-Anbieter, der das schon vorbereitet hat für einen. Und wichtig ist auch, dass dein Webspace, also dein Paket mindestens eine Datenbank beinhaltet und dann ein paar Standard-Requirements, die du auch auf der wordpress.org-Webseite findest, die blende ich hier auch gleich nochmal ein. Als nächstes, wenn du jetzt quasi deinen Webspace gemietet hast und bei einem Hosting-Anbieter und deinen Domainnamen ausgewählt hast und registriert hast, musst du natürlich WordPress installieren, um deine WordPress-Webseite starten zu können. Da ist dann quasi, wie ich gesagt habe, zu empfehlen, diese vorbereitete WordPress-Installation zur Verfügung zu haben. Und du kannst dann über deinen Hosting-Admin-Bereich direkt WordPress installieren und musst dann nur noch deinen Blogname eingeben oder deinen Webseitenname und deinen Admin und dein Login quasi vorbereiten. Und dann hast du quasi WordPress in der Standardversion schon installiert. Wichtig ist dazu, dass manchmal, wenn du die vorinstallierte Version nutzt, WordPress nicht auf der aktuellsten Version ist und du noch kurz über den WordPress-Admin-Bereich WordPress updaten musst. Das geht aber ganz einfach nur indem du auf Aktualisieren klickst und dann geht eigentlich alles automatisch mit der automatischen Installierung und du hast dann die aktuellste WordPress-Version, mit der du ja starten möchtest. Jetzt hast du also WordPress installiert und jetzt kannst du natürlich dir noch ein eigenes Theme auswählen. Standardmäßig hast du das derzeit 2016 Theme, also es gibt immer einmal im Jahr ein neues Standard WordPress Theme und das ist dann bereits schon installiert und du kannst jetzt entweder über Design Themes gucken, welche Free Themes du nutzen möchtest. Also die sind alle, die Themes von WordPress.org sind in deinem Admin-Bereich schon mit einem kleinen Vorschaubild angezeigt und du kannst dir die Themes anschauen und eines von den Themes nutzen, wenn du ein bisschen was Spezielleres oder was Besonderes möchtest oder wenn es dir auch wichtig ist, dass das Theme regelmäßig abgedatet wird und du auch Fragen zum Theme stellen kannst, was natürlich bei kostenlosen Themes nicht gewährleistet werden kann, unbedingt immer, dann kannst du dir auch ein Premium-Theme auswählen. Da kannst du natürlich bei Emma Studio gucken, ob du was Geeignetes findest oder du kannst auch auf der WordPress.org Webseite schauen. Da gibt es unter Themes den Punkt Premium-Anbieter oder ich glaube Commercial Themes heißt es
Und da hast du eine ganze Liste von Theme-Shops, die auch von WordPress.org geprüft und empfohlen werden. Und da findest du bestimmt speziell was für deine Webseite. Vor allem, wenn du natürlich einen Webshop mal haben möchtest oder eine Business-Webseite, sind die Anforderungen ganz anders. Und viele Theme-Shops haben sich auch auf das eine oder andere spezialisiert. Also da hast du auch nochmal eine Möglichkeit zu schauen, ob du ein passendes Theme für dich findest. Als letzten Schritt, bevor du loslegen kannst mit dem eigentlichen Erstellen deiner Inhalte, mit Schreiben von Seiten und deinen Artikeln, ist noch zu empfehlen, dass du ein paar Standard-Plugins dir installierst, und zwar vor allem zur Sicherheit von deiner Webseite und damit du ein Backup regelmäßig hast. Da gibt es einige Plugins, und ich habe da auch schon mal einen Artikel bei Emma Studio geschrieben, den verlinke ich auch in der Description Box noch hier unter dem Video. Aber zum Beispiel ist es wichtig, dass du ein regelmäßiges Datenbackup machst und dass du vor allem dich erstmal gegen Spam-Kommentare schützt mit Akismet oder Anti-Spambi. Das sind kostenlose Plugins, und die meisten Plugins sind eigentlich kostenlos, die du standardmäßig benötigst erstmal. Und du kannst auch unter Plugins dir schon je nach Thema dann nach dem Plugin suchen, direkt in deinem Admin-Bereich. Ich werde auch nochmal ein extra Video machen, in dem ich so standardmäßig die Plugins empfehle, die wir immer als allererstes eigentlich installieren bei allen unseren Webseiten. Und das Video verlinke ich dann auch nochmal hier. Also das mache ich jetzt als eines der nächsten Videos. Wie du also siehst, ist es super einfach, WordPress einzurichten. Du musst nur dir eine Domain aussuchen und einen Webspace dir mieten bei einem Hosting-Anbieter, der für WordPress vorbereitet ist. Dann kannst du WordPress installieren über den Admin-Bereich von deinem Hoster. Dann kannst du dir ein eigenes Theme auswählen und ein paar Plugins installieren, damit du vor Spam und Angriffen geschützt bist und dass du vielleicht regelmäßig ein Backup von deiner Webseite hast. Und dann kannst du schon loslegen und deine Inhalte einpflegen und anfangen zu bloggen oder deinen Shop einzurichten, was immer du mit WordPress machen möchtest mit deiner Webseite. Ich hoffe, das kleine Video hat dir gefallen und du hast ein bisschen einen Überblick bekommen, was du alles benötigst, um mit WordPress anzufangen, und dass es eigentlich super einfach ist, sich eine eigene Webseite, auch eine selbst gehostete Webseite mit WordPress einzurichten. Und wenn du Fragen hast oder Feedback, dann schreib mir doch einfach einen Kommentar hier unter dem Video. Ich freue mich total, von dir zu hören. Ganz vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss!